Das ist ein Anblick, an dem ich mich nicht satt sehen kann, mit dem ich jedes Mal sehr gerne, jede neue Folge ab jetzt, bis in alle Ewigkeiten beginnen werde. Das weiß ich nicht. Vielleicht feiern wir irgendwann nochmal ein anderes großes und neues Ereignis in unserer Mali-Geschichte. Aber dass wir jetzt Eisenhügel wieder zurückbekommen haben und das mit weit unterlegenen Truppen und einfach nur durch ein bisschen Taktiererei und Eleonore und ihre Truppen aufs Glatteis bzw. in die Wüste locken, umzingeln, niedermachen, niedermähen, wie auch immer. Da können wir schon ein bisschen stolz drauf sein, dass wir das hinbekommen haben. Auf Gotthard, einen solchen Krieg gegen einen solch frühen Krieg gegen einen KI-Herausforderer, der so mächtig, so übermächtig war, dass wir den zu einem Patt und schließlich zur Rückgabe von Eisenhügel geführt haben. Das ist schon eine schöne Geschichte. Wir machen weiter. Ich kenne alle eure Kommentare unter den letzten Videos. Zumindest die in den letzten zwei Tagen unter dem letzten Video. Vielen entschuldigt, es gab gestern, ist das tägliche Video ausgefallen. Aber jetzt ist es ja wieder da. Grund war einfach schlicht der, dass ich mal ein bisschen verschnaufen musste. Nach den vielen Events, die wir in letzter Zeit hatten, da habe ich gemerkt, ich brauche ein bisschen frische Energie und habe es ein bisschen langsamer angehen lassen. Jetzt geht es mal wieder weiter. Und wir machen Folgendes. Eingangs der Folge ein paar Fragen beantworten. Ich beeil mich auch, ich gebe Gas, weil etliche Kommentare reingekommen sind. Eine super Idee kam rein von Tacitus. Bradford, da doch bitte hin, missionieren. Das führt dazu, dass hier Loyalität schwindet in Bradford, weil wir dann eine andere Religion dort verbreitet haben, als Eleonore in ihren englischen Städten ansonsten hat. Und da es ja ganz knapp mit der Loyalität ist, sollte das dazu führen, dass die Stadt möglicherweise, wenn noch ein bisschen weiter Bevölkerungswachstum drumherum den Druck erhöht, zu uns rüberflippt oder zumindest dicke Probleme bekommt. Außerdem führt das dazu, hat Tacitus gesagt und darauf spekuliert, und das ist ein kluger Gedanke, dass Eleonore vielleicht Missionare rüberschickt, um sich die Stadt zurück zu missionieren. Die können mit unseren Aposteln problemlos killen und so weiter. Dann, Apostel, es bleibt beim Plan. Ich spare alles an Glauben an, was es gibt. Es gab unter dem letzten Video mehrere Kommentare, die gesagt haben, oh, wie doof, jetzt hast du die Handwerker endlich mal kaufen können und hast am Schluss gesagt, du kannst keine weiteren kaufen, weil dir das Gold alle ist. Du warst anscheinend zu doof oder zu müde und hast nicht gesehen, dass es mit Glauben geht. Das ist, glaube ich, ein generelles Problem bei den Let's Plays. Es gibt verschiedene, ja, wie soll ich sagen, Zielgruppen oder Leute, die auf verschiedene Arten und Weisen das Let's Play verfolgen. Solche, die super aufmerksam sind und ich hatte ja mehrfach gesagt in dem Video, dass ich mir Augenblick Glauben spare, um die Apostel zu kaufen, wegen Jerewan und so weiter und so fort. Deshalb war das angekündigt. Und andere, die vielleicht auch Dinge nebenbei machen, das meine ich auch gar nicht so abwertend, weil ich weiß, dass viele Leute einfach nebenbei auch meine Let's Plays gucken, während sie andere Sachen machen. Und die sind mir genauso lieb und teuer wie jemand, der gebannt vor dem Bildschirm hockt und an nichts anderes denken kann. Insofern bin ich immer hin und her gerissen, wie oft ich etwas sage oder wie detailliert ich was begründe oder ob ich etwas in der nächsten Folge wiederhole. Ich muss da immer zwischen diesen beiden Gruppen hin und her wandeln und versuchen, einen Weg in der Mitte zu finden. Dann kam noch eine sehr interessante Idee von Luxi rein. Liebe Grüße auch an dich. Der sagte, WB gründe die Stadt mit dem Siedler nicht hier, sondern da, weil hier ist ein Sumpffeld, das kannst du mit den Handwerkern, die du jetzt hier holst, säubern, also umwandeln in ein Grasgebiet und entwässern, genau. Das ist das Wort, nachdem ich gesucht habe. Dann bekommt man ja einmalig Nahrung davon, kann die Stadt ein bisschen boosten, was ja auch notwendig ist, weil die Stadt hier nicht von Wüste umringt ist und dadurch der übliche Nahrungsbonus durch die benachbarten Wüstenfelder bei uns wegfällt. Interessanter Gedanke, ich habe lange darüber nachgedacht. Es gibt Gründe, die dafür und die dagegen sprechen. Ich liste sie mal nicht alles auf und habe mich dann entschieden, ich mache das. Hier wird die neue Stadt entstehen. Danach Campus muss man sich dazu kaufen, das Feld, zweiter Ring, nächster Bezirk wäre dann hier, dieser hier, Sukuba und der dritte, die heilige Stätte daneben. Ich habe auch hier oben ein paar Bezirke mittlerweile schon mal voreingezeichnet, heilige Stätte und Sukuba. Die heilige Stätte sollte von Wüste umringt sein, aber auch nicht bitte auf einem Hügel liegen. Hügel nutzen wir für Minen, die bringen plus 4 Gold bei uns. Je mehr Wüstenfelder drumherum, desto mehr Glauben. Hier ist ein Feld, das keine Wüste ist. Sukuba bringt plus 2 Gold, wenn man neben der heiligen Stätte ist oder neben einem Fluss. Beides können wir nicht machen.
weil wie gesagt, auf Hügel will ich nicht und das ist Schwemmland. Ich glaube, auf Schwemmland kann man keinen Suguba bauen. Insofern ist das hier, glaube ich, kann man das so machen. Ja. Ach so, und dann die Diskussion über die Apostel, da hatte ich euch ja auch gefragt, das hatte ich nicht genau im Kopf, wie das ist, und ihr habt mich wirklich gut gecoacht. Meine Frage war ja, wie viele Apostel kann ich pro Runde generieren? Erstmal die Faustregel, immer nur so viele, wie man auch Tempel hat, denn, also, oder anders formuliert, man kann sie nur in den Städten rekrutieren, wo es auch eine heilige Stätte mit Tempel gibt, anders geht's ja nicht. Und das ist ja sowieso nur große Wiege bei uns, weil die anderen, die haben wir noch nicht weiter aufgestockt. Sofern wir da überhaupt eine heilige Stätte haben, ich glaube, die bauen wir alle noch, die haben wir noch gar nicht fertig. Und selbst wenn die fertig ist, muss man ja auch noch einen Tempel bauen. Aber es ist tatsächlich so, wurde mir auch erklärt, vielen Dank, schön, dass es die Schwarmintelligenz gibt, dass ich, wenn wir hier Apostel kaufen, wir kaufen den ersten Apostel in einer heiligen Stätte mit Tempel, entsteht er dort. Man kann in derselben Runde einen zweiten Apostel kaufen, der entsteht dann hier in der Stadt. Falls es den Sonderfall gibt, dass man einen Bonus hat, aus welcher Quelle auch immer, die einem Apostel einen extra Bonus gibt, wenn der in einer heiligen Stätte entsteht, fällt der Bonus hier natürlich weg, aber im Augenblick sehe ich nicht, dass wir einen solchen Bonus hätten. Insofern könnte man hier in einer Runde problemlos zwei Apostel sich holen. So, jetzt aber weiter. Immer weiter. Ah ja, und noch eine gute Erklärung kam rein. Wer hat denn das geschrieben? Ich wollte mich eigentlich auch bedanken. Ach, das war auch Luxi. Liebe Grüße nochmal, Luxi. Warum im Augenblick so viele Leute Eleonore hassen weltweit? Der Groll kommt daher, weil wir ja Groll aufgebaut haben ihr gegenüber und die Leute, die mit uns gut können, grollen ihr dann auch. So ein bisschen. Nicht ganz so doll wie wir, aber auch. So, und nun ziehen wir mit unserem Siedler hier oben hin. Das ist der schnellste Weg. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das ist auch der einzige, der im Augenblick schön schnell geht. Könnten wir direkt vorziehen. Aber das nützt uns wenig, ne? Drei Ladungen hat der Apostel. Zweimal kann er noch missionieren. Das würde ich gerne aber in den neuen Städten machen. Hier unten. Bradford. Vielleicht noch hier. Er ist ja fix. Aber hier kommt er nicht hin. Das hat man schon festgestellt. Das machen wir mit Missionaren. Ich lasse ihn mal hier. Da ist er bewacht. So, der kann im Prinzip, haben wir hier eine Militäreinheit? Keine eine. Ich ziehe mal eine rüber, hierhin, damit wir auch im Osten etwas haben. Wobei ich glaube, die größere Bedrohung geht für dahin von Eleonora aus, aber man weiß ja nicht. Mit ihm wollte ich Richtung hier hinziehen, um ein wenig, oder hier unten, um ein wenig alles zu erkunden. Unser Schwertkämpfer hier. Den positioniere ich gleich auf unserem Eisenvorkommen, um es zu bewachen. Das können wir auch mit ihm hier machen. Was hat er? Ja, den setzen wir hier hin. Mit dem Speer geht es Richtung Osten. Wir hatten ja dafür gesorgt, entschuldigt bitte, dass wir hier freie Fahrt haben. Dass wir reinkommen können in das Khmer-Gebiet. Der Apostel ist mittlerweile geheilt. Wir müssen den Platz auch frei machen. Wir können schon mal Richtung Westen ziehen. Sehen wir irgendwo Missionare? Nein, keine. Also feindliche Missionare, die wir killen könnten. Ach so, auf einen Kommentar muss ich nur eingehen. Und zwar, der war von René. Liebe Grüße an dich. Ob man besser mit Glauben oder mit Gold kauft. Und du meintest, die Käufe mit Glauben sind doch billiger. Deshalb sollte man in Zweifelsfalle mit Glauben kaufen. So habe ich deinen Kommentar interpretiert. Da bin ich anderer Ansicht, weil das ist nun, die sind nur scheinbar billiger. Es gibt immer so einen Kurs von 2 zu 1 hier im Spiel. Das heißt, wenn man etwas mit 2 Gold
mit einem Glauben kaufen kann, dann kann man es alternativ auch mit zwei Gold kaufen. Also es ist immer 2:1, aber Glauben gewinnt man ja auch nicht in derselben Höhe. Glauben ist kostbarer, wenn ihr mal links oben hinblickt. Es ist im Augenblick tatsächlich auch fast genau dieses Verhältnis 2:1 hier, Glauben Gold. Und das ist auch so ähnlich bei vielen anderen Dingen, bei Forschung, bei Produktion. Man hat oft den Bonus, die Alternative zum Beispiel, will ich irgendetwas mit 4 Gold boosten oder mit einem Produktion? Also welchen Bonus hole ich mir bei irgendwelchen Features? Bestimmte Dinge haben eigentlich einfach bestimmte Ressourcen, auch bestimmte virtuelle Ressourcen, einen unterschiedlichen Wert im Spiel. Mit dem Siedler wollten wir hier oben hin, um da die Stadt zu gründen, aber hier erstmal gucken, dass es da auch keine Problemchen gibt. Sieht auch gut aus. Bitte einmal heilen. Und dem geht es hier hin. Dito. Den lasse ich mal an Ort und Stelle ausheilen, dann ist der nächste Runde wieder fit. Alles gedacht, ich denke, dass ja, Glauben, ja, die Apostel kaufen wir ja erst dann, die beiden, also zwei mindestens, wenn wir in Jerewan. Den Plan kennt ja. Ich habe das Ende der letzten Folge im Detail gesagt, was die nächsten Schritte sind. Das möchte ich jetzt nicht wieder runterrattern, weil es so viele Leute gibt, die sich auch die Videos am Stück hintereinander anschauen und die werden dann doch ein wenig sehr gelangweilt. Eine Runde weiter. Genau, eine Runde weiter. Gleich haben wir auch wieder Gold, um weitere Handwerker zu kaufen. Da haben wir ja mittlerweile die Politikkarte drin, die uns 2 Aktionen gibt, die man da machen kann. Sehen wir Missionare? Leider nicht. Doch. Ein Apostel des Buddhismus. Hahaha. Der rennt jetzt schon rüber. Das ist ja spannend. Dann wollen wir uns den gleich mal schnappen. Mit dem Kollegen hier. Oh, das ist schön. Das ist klasse. Wohin ist der unterwegs? Ich ziehe die Einheit hier mal weg. Ich begleite ihn mal. Ich vermute mal, jetzt können wir sehen, also er geht vermutlich nach rechts oben oder nach rechts, Osten oder Norden. Das können wir alles sehen. Ich ziehe mit ihm mal eins hier hoch. Dann haben wir ja hier nämlich besseren Blick drauf. Und ihm nähern wir uns mal. Ach, jetzt hätte ich so gerne den zweiten Apostel dahinter. Der ist aber hier. Aber der kann nächste Runde hier, das wäre echt Quatsch, der kann nächste Runde hier die Stadt missionieren. Das wäre echt grober Unfug, ihn jetzt hier abzuziehen, oder? Also, mal gucken. Handwerker in steinerner Bogen und wir wollten eine Weide errichten, um hier die Reiterei zu beschleunigen. Das machen wir mit dem hier. Wir haben 4 Fortbewegungspunkte, wir haben den entsprechenden Boost zur Erinnerung über die Widmung hier. Und Achtung! Heureka für die Reiterei! Und mit ihm hier, wollten wir im steinernen Bogen, wenn ich mich recht erinnere, genau, die Krabbenressourcen anschließen, hätten wir einen Wohnraum mehr und die Stadt könnte wieder wachsen. Das machen wir auch. Ach, habe ich das noch nicht erforscht? Ach, der ist schon. Hier sind schon Fischerboote. Dann, okay. Heureka. Und dann? Nein, wir hatten schon. Ach, durch die Plantage hatten wir einen halben Wohnraum dadurch auch. Das heißt, wir haben jetzt nur einen halben Wohnraum dazu gewonnen.
könnten aber, was könnten wir denn da machen? Ja, wir könnten hier tauschen, könnten hier den Wohnraum schaffen. Hier unten die Krabben, natürlich, selbstverständlich. Das ist der simpelste Schritt. So machen wir das. Mit den Bogenschützen hier runter, bitte. Bleibt. Brauchen wir einen wirklichen Schwertkämpfer hier? Hier ist ja eigentlich nichts. Was soll uns hier bedrohen? Ich lasse ihn mal hier. Wir können ihn immer noch wieder abziehen. So, und jetzt Stadtgründung, nächste Runde. Hier. Mit ihm können wir schon mal langsam runterlaufen. Wir haben 277 Glauben. Wir brauchen für zwei Apostel zweimal 245 Glauben, also 490. Die haben wir erreicht in vier Runden. Das ist deshalb wichtig, weil mit ihm wollen wir uns ja einen gesamten Titel holen und damit wollen wir uns Armani holen und damit in Jerewan mit Armani und mit den beiden Gesandten, die wir noch im Petto haben, drei Gesandte hinzufügen und dann werden wir hier Suzerän und dann würden wir uns, genau, und dann würden wir uns unsere Apostel holen und die sofort befördern. Einen Gesandten nur schicken? Waren es nicht eben zwei? Ah, da kommt der nächste Gesandte in 10 Runden. Warte mal, ein Gesandter? Wie komme ich denn auf zwei Gesandte? Ich dachte, wir können zwei schicken. Habe ich den hier schon einkalkuliert? Liegt das daran, dass ich gesagt hatte, wir müssen es erstmal. Ja, wir holen uns den Söldner hier. Das war's, ganz genau. Das heißt, wir können ohnehin erst in 10 Runden uns die drei Gesandten holen. Ja, dann können wir ja mit Irene hier noch ein bisschen weiter Erkundung treiben. Problemlos. Machen wir auch, ne? Ja. Mit ihm natürlich auch. Oh, ja, komm mal langsam voran. So, jetzt ziehen wir mit ihm mal als Erstem vor. Ah, gleich mit beiden. Was ist das? Oh, wie schön, ein Missionar des Katholizismus. Ja, wird echt höchste Zeit, dass wir uns unsere Apostel holen mit der Disputantenfähigkeit, damit wir hier ein wenig aufräumen können. Und nun können. Oh, jetzt kann ich hier nicht vorziehen. Aber das wäre erst in der nächsten Runde. Ersetzt bitte schön eine Runde aus. Hier kommen wir nicht rein, genau. Und 201 Gold haben wir. Wie teuer ist aktuell ein Handwerker? Die werden ja von Kauf zu Kauf teurer. 180. Wir könnten uns also jetzt schon wieder einen holen. Und machen das auch. Hier oben können wir uns einen kaufen. Oder in einer der neuen Städte. Wisst ihr was? Nächste Runde, wenn wir hier eine neue Stadt gründen, dann machen wir das hier. Da können wir nämlich sofort schnellstmöglich hier runterziehen und hier beginnen mit den Bezirken und dem Roten und so weiter. Machen wir nächste Runde hier. Da kaufen wir den. Technikbonus Reiterei, astronomische Navigation. Problemchen hier. Das war klar. Und eine Runde weiter.
Keine Stunde im Leben, die man im Sattel verbringt, ist verloren. So, Reiterei, Baubar, Stallung ebenfalls. Entschuldigt bitte. Und wir gehen jetzt automatisch weiter Richtung Steigbügel, das hatten wir voreingestellt, um unsere Spezialeinheit uns zu holen. Mit ihm ziehen wir jetzt hier runter. Wo ist der Apostel hin? Ist der zurückgezogen? Hin. Ich kann ihn nicht sehen. Die sind schnell, aber so schnell. Hier hinziehen bringt nichts. Wir können über die Hügel nicht drüber gucken. Wo ist der hin? Und hier unten der Katholik bei Bologna. Den sehen wir auch nicht mehr. Jetzt gründen wir erstmal hier unsere Stadt. Taudeni ist die erste Siedlung auf dem Kontinent Kasachstania. So, so. Und können auch gleich unseren ersten Bezirk platzieren. Wie immer, wir könnten auch mit der Heiligenstätte beginnen. Denn die bringt... Also erstmal bekommen wir jetzt noch mal viel mehr Glauben. Wir haben ja jetzt eine Stadt gegründet, mitten in der Wüste. Und wir bekommen für jedes angrenzende Wüsten- oder Wüstenhügelfeld bekommen wir einen Glauben und eine Nahrung. Das heißt, wir bekommen hier 5 Nahrung dazu und 5 Glauben. Das ist schon mal extrem. Schaut mal, jetzt haben wir schon 63 Glauben, Runde für Runde. Hier kommt eine Plantage hin, das geht auch klar. So, also Suguba. Wir überlegen uns mal, wo kommt Suguba hin, wo kommt die heilige Stätte hin. Es würde, glaube ich, Sinn machen, dass... Ich zeige euch mal, wie ich das gerne machen würde. Ja, ich glaube, ich weiß, wie ich es gerne machen würde. Ich würde das gerne so machen. Hier kommt der Handelsdistrikt hin, Suguba. An einem Fluss gelegen, bringt plus 5 Gold. Und hier kommt die heilige Stätte hin. Die heilige Stätte bringt uns... Suguba bekommt euch die nahegelegene heilige Stätte, plus 2 Gold. Und die 3 liegen nebeneinander. Dadurch gibt es hier nochmal ein Gold. Hier gibt es nochmal einmal Glauben. Und wir haben bei der Religion bekanntlich heilige Städtebezirke erhalten, ein Glauben durch benachbarte Wüstengeländefelder. Das heißt, wenn wir hier hin den setzen, haben wir rundum, bekommen wir 6 Glauben nochmal extra. Das ist, glaube ich, in dieser Weise ideal und so machen wir das auch. Ja. Ich glaube, das ist gut so. Dann bauen wir hier die Stadtmauern. Die kommen als Bauprojekt. Und platzieren, das ist, was platzieren wir als erstes? Wir platzieren, glaube ich, zuerst Suguba. Dann haben wir eine weitere Handelsroute. Das bringt uns sehr, sehr viel. Wir bauen die Stadtmauern, da haben wir die Politikkarte drin. Der bleibt bitte an Ort und Stelle. Wir könnten ihn schon zum Armbrustschützen befördern. Einen weiteren Zeitalterpunkt bekommen wir da drauf, weil wir ihn in der Wüste siedeln. Das ist echt gut, dass man als Mali für die ständigen Wüstensiedlungen so viele Punkte dazu bekommt. Und ihr seht, wir haben jetzt 68. Nächstes Zeitalter dauert noch eine gute Zeit. Und wir sind jetzt schon kurz vorm normalen Zeitalter. Das läuft alles sehr gut. Und wir können noch in derselben Runde hier auch noch eine Stadt gründen. Wow. Zwei Stadtgründungen innerhalb einer Runde. Da kann man sich nicht beschweren, wa? Läuft doch ganz gut. Ihr Lieben, das war diese Folge. Ich wünsche euch was.
Darf ich euch schon mal kurz anteasern? Der nächste Livestream, falls ihr kommen möchtet, Samstag, 1. Juni, abends 20 Uhr, anno 1800. Liebe Grüße, bis bald, euer WB. Tschüss.